Am Dienstag wurde im Rahmen eines Pressegesprächs das Buch Von Zeitz in die Welt, Kinderwagen von Ernst Albert Nether, vorgestellt. Oberbürgermeister Christian Thieme empfing neben Patrick Witwicka, dem Autor des Buches, auch den Herausgeber, den Urenkel von Ernst Albert Nether. Pünktlich zum 1050-jährigen Stadtjubiläum erschien das Buch am 14. März und Oberbürgermeister Christian Thieme erhielt ein Exemplar samt Widmung überreicht. Es ist ein Buch für Zeitz und seine Bewohner. Das 320 Seiten starke Buch wird offiziell ab dem 1. April im Handel erhältlich sein. Die erste Auflage beträgt 1000 Stück und alle Interessierten können es für 19,95 Euro erwerben. Nach der Übergabe durfte sich der Urenkel des Firmengründers in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Voller Stolz unterzeichnete er den Eintrag, denn das letzte Mal, dass sich ein Nether in das Goldene Buch eintragen durfte, ist bereits 102 Jahre her. Am 1. April um 18 Uhr haben Sie die Möglichkeit, bei einer Lesung in der Gutenberg-Buchhandlung in Zeitz dabei zu sein und Urenkel Ernst Albert Nether kennenzulernen.